Heute geht es mal um das nächste große Event in GTA Online, nämlich eine neue Heist-Challenge. Außerdem ein bisschen um das nächste Update in GTA Online, warum ihr manche UFOs nicht fotografieren könnt und vieles mehr. Ihr merkt, es bleibt spannend, bleibt somit auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, du hast am Intro ja schon gehört, heute geht es wirklich um viele einzelne kleinere Themen. Ich bin bisher einfach nicht dazu gekommen. Wir waren ja von Freitag auf Sonntag einfach im 48-Stunden-Stream in einem LAN-Party-Haus. Viele von euch waren ja auch mit dabei. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Es war wirklich ein unglaublich nicer Stream. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr happy, dass alles reibungslos geklappt hat. Die Highlights kommen dann jetzt auch demnächst auf meinen Highlights-Kanal. Es kickt online. Wer Bock hat, kann das ja gerne mal abchecken. Und jetzt würde ich sagen, wir starten auch direkt mal rein in die eigentlichen Themen. Und zwar zunächst einmal in die neue Heist-Challenge. Denn Test 2 hat etwas sehr Interessantes gepostet. Und zwar, dass Rockstar Games den Newswire aktualisiert hat im Hintergrund, um eben Verweise auf eine neue GTA Online Heist-Challenge 2022 hinzuzufügen. Wisst ihr noch, letztes Jahr gab es doch auch so eine Heist-Challenge. Da mussten wir als gesamte Community einen bestimmten Geldbetrag in GTA Online erreichen. Dieses Jahr scheint es wohl etwas anders zu sein, denn hier wissen wir zwar noch nicht genau, was wir machen müssen, aber wir wissen schon, was wir am Ende bekommen. Hier scheint es so, als hätte Rockstar Games die ganzen Präsente, die wir bekommen, nach den verschiedenen Heist-Updates eingeteilt. Für das normale Heist-Update bekommen wir nämlich den Pacific Standard Sweater und die Pacific Standard College Jacke. Bei Doomsday Heist erhalten wir den Clifford Hoodie und die Clifford College Jacke, die ich persönlich auch mit am coolsten finde. Dann für den Casino Heist bekommen wir das The Diamond Strike Vest und die The Diamond Casino College Jacke. Und zu guter Letzt für den Cayo Perico Heist bekommen wir den Strickler Hut und das Sisimito Curban Shirt oder so ähnlich. Was sind das auch für Namen? Ich persönlich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Rockstar Games solch eine Challenge macht, wie von wegen, macht in einer Woche alle Heists und erhalte dann pro Heist eben entsprechend diese Jacken oder diese Präsente. Ich merke es ja an den Zuschauerzahlen auf YouTube bezogen auf GTA-Content im Allgemeinen. Man merkt es aber auch, wenn man sich mal die Spielerzahlen auf Steam anguckt und auch generell, wenn man sich anschaut, was so in der GTA-Szene abgeht, dass einfach die Spielerzahlen immer und immer geringer werden und GTA 5 einfach keinen Hype mehr hat, beziehungsweise das Spiel, ich will nicht sagen tot ist, das ist falsch, denn wenn ein Update in GTA Online rauskommt, dann eskaliert es wieder komplett, dann sind alle wieder auf einmal am Start, aber zwischen den Updates, ja, da ist immer so ein bisschen Flaute und das scheint jetzt einfach von Rockstar Games so ein Versuch zu sein, diese Flaute etwas zu beheben. Ob das irgendwie ein kleines Anzeichen dafür ist, dass wir vielleicht im Winter ein Heist-Update bekommen, ein neues, ich meine, alle 2 Jahre gibt es in der Regel ein Heist-Update, somit wäre dieses Jahr wieder dran. Ist natürlich ungewiss, generell, was wir für diese Challenge machen, ist ungewiss, aber es sieht auf jeden Fall ganz cool aus, was wir hier an Gewinnen bekommen und vor allem die Clifford-Jacke finde ich sehr, sehr nice. Also ich kann mir, wie gesagt, eine Challenge vorstellen, wie dass wir in einer Woche alle Heists einmal durchspielen müssen und immer, wenn wir einen Heist fertig haben, dann gibt es, oder einen Heist-DLC fertig haben, dann gibt es eben diese Geschenke. An der Stelle würde es mich mal interessieren, was ist eigentlich dein Lieblingsheist in GTA Online? Schreib's mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ansonsten gibt es eben noch ein paar andere Infos für euch und zwar habe ich jetzt schon von mehreren Leuten auf Instagram die Nachricht bekommen, dass sie die UFOs von gestern und heute nicht fotografieren können und das liegt ganz einfach daran, dass ihr diese UFOs schon gemacht habt. Sowohl gestern als auch heute, die UFOs wiederholen sich, das sind also UFOs, die hatten wir schon einmal und wenn ihr damals davon Fotos gemacht habt, dann werdet ihr jetzt keine Möglichkeit bekommen, die noch einmal an Omega zu schicken. Wenn du jetzt sagst, hö, ich habe UFO 1, 2, 3 gar nicht fotografiert, wieso konnte ich es jetzt trotzdem nicht machen? Das liegt daran, dass es einen kleinen Bug gab damals und Rockstar Games, um den eben zu beheben, gesagt hat, okay, UFO 1, 2, 3 haben einfach alle Spieler fotografiert und dann haben Rockstar Games das für euch sozusagen abgehakt. Abgesehen davon gibt es noch eine kleine Info für alle PC-Spieler unter euch und zwar gab es ja vor einigen Tagen einen PC-Patch, ein kleines Update, sowohl für Epic Games als auch Rockstar Games Launcher als auch auf Steam. Und bei diesem Patch ging es eben darum, dass Rockstar Games ein paar Dinge vorbereitet hat, die eben notwendig waren, damit auf dem PC die E&E-Inhalte kommen können, dann im Dezember wahrscheinlich. Und das waren eben einfach ein paar Vorbereitungen. Also ihr braucht jetzt nicht ins Spiel gehen und da gucken, ob irgendwie was sich geändert hat. Es war alles im Hintergrund, beziehungsweise eben im Coding.
Ja, und das waren jetzt eigentlich alle Themen, die ich mit euch bezüglich GTA ansprechen wollte. Ich wollte jetzt aber nochmal ein paar Sekunden dafür verwenden, mich einfach zu bedanken bei allen Leuten, die jetzt am letzten Wochenende beim Stream mit dabei waren. Es war so unglaublich viel Arbeit. Ich glaube, das könnt ihr euch einfach nicht vorstellen, wie viel Arbeit in diesem Projekt gesteckt hat. Ich hoffe, das hat man auch gemerkt, beziehungsweise ich glaube, das hat man auch wirklich gemerkt. Und das Feedback, was ich von den Leuten im Chat oder jetzt auch auf Insta auch privat bekommen habe, war alles sehr, sehr glücklich und zufrieden. Ich bin gerade dabei, die ganzen Gewinner abzuarbeiten. Wir hatten ja Sachen von Holy verlost, wir hatten PSN-Karten und so weiter für Instant Gaming verlost, wir hatten zwei Monitore, Gaming-Monitore verlost und vieles mehr. Und da bin ich gerade dabei, das alles abzuarbeiten, damit alle Leute möglichst diese Woche noch ihre Gewinne bekommen. Und das klappt eigentlich auch ganz gut, aber ist doch eine ganze Menge. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche lustigen Clips, Fotos, was auch immer habt, dann schickt mir die doch sehr, sehr gerne einmal rüber, am liebsten auf Discord, ansonsten auf Instagram, beziehungsweise wie gesagt auf meinem Highlights-Kanal. Es kickt, kommen jetzt auch täglich noch ein paar Highlights, beziehungsweise ich lade da heute oder morgen auch noch mein absolutes Highlight-Video hoch mit allen Clips, die ich besonders lustig fand, einfach in einer Reihe. Warst du am Wochenende mit dabei, beziehungsweise was war deine Lieblingsstelle? Schreib's mir doch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Ich meine, wir waren in der Stadt, wir haben Billard gespielt, wir haben Horrorspiele gespielt, wir haben eine Präsentation gehalten über die Fortpflanzung von Fröschen. Ja, klingt witzig, war es auch. Es war wirklich ein unglaublich nices Event und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr wieder auf die Beine stellen können. So, ja, Freunde, das soll es jetzt aber auch wirklich mal mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch jetzt am Ende nicht zu sehr gelangweilt und ich habe noch mal ein bisschen über den Stream reden können. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung sehr gerne in die Kommentare und an der Stelle bin ich dann jetzt auch schon raus. Macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.